Erster Landgang auf Makemo. Und guckt euch das an. Hier gibt es sogar Ortsschilder. Das ist nämlich hier eine richtige Großstadt. Super. Guckt euch das an, die Annette. Guckt sie euch an. Ach, guck mal, Mörchen. Oh. Aber wir brauchen nicht so viel. Oh, Karotten brauche ich aber auch. Lass mir welche übrig. Ja, mach ich bestimmt. Weil ich kann ja wiederkommen. Super. Ein richtiger Supermarkt. Und habt ihr das schon gesehen hier? Die Knoblauchzehen. Und Kartoffeln. Brauchen wir auch, mein Schatz. Der Hammer. Jetzt hier der Pass von der Landseite aus. Man sieht, das Wasser strömt wahnsinnig schnell. Das mag daran liegen, dass es auch eine Unwetterwarnung gab oder gibt, dass bis zu 8 Meter Wellen hier ankommen und die natürlich im Süden in dieses Atoll reinlaufen. Und somit muss das Wasser hier auch wieder auslaufen. Kirchenbesuch auf Makemo. Die Hauptkirche ist leider geschlossen. Die ist nämlich da. Die Kirche. Endlich einen Supermarkt gefunden. Und nach unserem Großeinkauf hier vorne, seht ihr, was wichtig ist, haben die uns sogar hierher gebracht. Da wir vergessen haben, auch Eier zu kaufen, ist sie jetzt noch mal losgefahren und hat uns hier die Eier hergebracht. Also, das ist perfekter Service. Annette mit der gefährlichen Fracht. Wurden gerade angeliefert, hat sie uns gleich gebracht. Ist das nicht nett? Heute ist der 29.04. Die ersten Arbeiten beginnen. Papo müht sich redlich, den Michael in den Mast zu ziehen. Das ist der Terminal, der oben am Vorstag dran ist, dort in dem Loch durchgesteckt wird. Jetzt sieht man von unten da das Loch, wo er normalerweise drin ist. Der letzte Tag im April beschert uns nicht ganz so schönes Wetter. Ist ganz schön wellig, bewölkt. Ich glaube, wir werden heute nicht in den 1. Mai hineintanzen. Wieder mal ein kleiner Schauer im Paradies. Gut, dass unser Anker hält. Nun macht das mehr keinen Spaß. Heute gibt es ein Treffen hier der deutschsprachigen Segler auf Makemo. Leider ein bisschen windig. Bisschen windig, ja? So, der Loot von der Rafiki, der hat uns jetzt hier ein Dyneema-Schäkel-Verbindung gemacht für unser Vorstag.
Tadam! Also das soll jetzt mehr halten eigentlich als ein Stahlseil. Und das werden wir jetzt morgen mal versuchen, da vorne zu installieren. Ja, dann bin ich weg. Perfekt. Ja, gut. Heute sitzen wir zum Sundowner. Hier beim Leuchtturm. Ja, dann ist es denn nach dem Sonnenuntergang wenigstens auch noch hell. Sind vier Schiffe, die Kobel, die Rafiki, die Anixi und die Limelight. Hier wird heute fleißig geübt für die nächste Veranstaltung. Das ist irre. Wir haben Vollmond. Es ist herrlich warm. Die Polynesier sind alle so freundlich. Der Himmel weint, scheinbar Rotz und Wasser in Matemo. Und da drüben irgendwo fliegt die Limelight, die man jetzt leider gerade gar nicht mehr sehen kann. Im Supermarkt haben wir unsere Wäsche abgegeben zum Waschen. Und heute wurde sie dann abgeholt. Wir haben noch nie so viel Geld dafür bezahlt, dass man unsere Wäsche wäscht, wie hier. Gegen den Wind, das Problem, wenn ich von hier aus wäre. Ja. Aber lass uns mal gucken. Entschuldigung, wie gesagt, das ist hier. So, jetzt, muss man das Problem. Ich muss ja aber fangen. Aber das war der beste Versuch von allen. Rumzuwerfen. Schade. Das sah gut aus. Deine kommt. Ja. Das Vorstag haben wir schon fast an Land. Annette, jetzt das Großfall. Hervorragend. Also, wir haben gerade festgestellt, so haltet man kein Segel. Also, drehen wir es um. Ich will mal hin und her. Ja. Und neuer Versuch. Genau. Hey. So. Naja. Was bei dir? Ja. Moment. Jetzt.
das sieht ja schon mal richtig professionell. So, Ende im Gelände. Ja. Gefällt dir, Michael, das so? Der Hammer. Der Hammer. Zwischenstand? Projekt? Zwischenstand, Segel ist weggerollt, das hat schon mal hervorragend funktioniert. Und jetzt werden wir das Vorstag wieder montieren. Vielleicht. Ganz sicher. Aber das Terminal ist noch nicht da, soweit ich weiß. Also ich weiß nicht, wie Sie das jetzt montieren wollen. Nein, der Terminal ist noch nicht da. Da gibt es jetzt erstmal ein Dyneema-Schäkel. Der Plan steht. Plan steht. Aber wie das immer so ist mit den Plänen, wollen wir mal schauen, was draus wird. Vier Leute, vier Ecken. Vorbereitet. Der Flaschenzug ist dran. Und jetzt hoffen wir, dass wir das Vorstag runtergezogen kriegen. Wir brauchen ja nicht so weit ziehen, weil 5 cm länger ist es ja jetzt. Ja. Braucht ihr noch jemanden, der durchsteckt? Oh, was ist mal los? Wie sieht das aus? Gut, nee. Sehr gut. Ein bisschen noch, ein Millimeter. Muss noch. Bist du parat? Ja. 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 Probieren wir. Guck mal zu, ob es reicht. Ja. Der ist da. Juhu. Nicht durch. Nee, weil wir müssen jetzt die Platte zusammendrücken. Ja, ist er. Ist er einfach. Gerne. Mit Hakko ist alles einfach. Fantastisches Wasser hier heute. Und die Annette ist gut zu den Fischis. Hallo. Die fressen hier nämlich auch Pampelmuse. Ja, das ist aber eher der unterm Boot wohnt. Und der ist gerade zu faul. Und der Nasenfisch? Ey, das ist doch zu groß für dich. Jetzt kommt er. Namu toroto kiriti amai
Verfallustieren wir uns hier an so einem 2 Liter Eisbecher. Und der Hakko, der teilt das gerecht auf. Naja, das war nicht gerecht. Und? Super lecker. Das freut uns doch. Wir haben den Hauptort verlassen und fahren jetzt in den Südosten des Atolls, hier zwischen den Korallenriffen durch. Und da ganz hinten, ich weiß nicht, ob ihr es seht, sind riesige Wellen, die auf das Riff klatschen. Traumhaft, spiegelglattes Wasser, aber unwahrscheinlich viele Bommis, also so Korallentürme. Michael kürzt gerade die Leine unserer Ankerboje, da wir nur auf 5 Meter Anker geworfen haben, ist sie jetzt ein paar Meter zu lang. Unsere Bojen sind gesetzt. Jetzt nochmal zurückziehen. Okay, nochmal zurückziehen. Hier ist es total ruhig und da hinten brechen sich die Wellen am Außenriff. Da draußen liegen die Leimleit und die Anixi. Und es gibt heute unser erstes Lagerfeuer mit Barbecue in den Tuamutus. Die Tuamutus ist eine Inselgruppe von Französisch-Polynesien mit einem der größten Atolle der Welt. Leider ist das Feuer ein bisschen runtergebrannt. Wartet, ich muss mal kurz noch ein bisschen was auflegen. Ja, klar. Och, Michael. Weil es ist so kühl hier. Ja. Damit meine Mitfeuermacher. Mitfeuermacher. Ja. Wir haben schon 30 Scheiße Grad im Schatten. Du musst auch mehr heiß machen. Jetzt singt doch mal schnell ein Lied.